Ja, nee. Und dann habe ich am Ende eben diese Bude hier gemietet. Weil die Lage eben einfach super ist. Eben. Und weil es eben auch die einzigste Immobilie war, die ich online gesehen gehabt hatte. Ist nicht am optimalsten, klar. Wo ist denn das Klo hier? Sorry. Durch die Tür. Eben, das heißt eben. Ja, das ist ein Serientäter. Bitte machen Sie schnell. Ja. Das ist ein Verbrechen. Schmecken die Spaghettis nicht? Komm, ess. Zugriff. GSG 9. Alle auf den Boden. Was? Ist das ein Scherz? Nein, ein Akkusativsatz. Sicher. Wir sind die Grammatikschutzgruppe 9. Zugriff erfolgt meist nach Hinweisen von aufmerksamen KlugscheißerInnen aus der Bevölkerung. Wir dienen der Verteidigung und dem Schutze der deutschen Sprache. Die meisten Einsätze haben wir wegen der falschen Verwendung des Genitivs. Ja, und es gibt Hochrisikogebiete. Da sind kriminelle Handlungen nur eine Frage der Zeit. Entschuldigung, wo ist denn hier der Oregano? Es heißt Oregano. Sie sind festgenommen. Sie haben die Pflicht zu schweigen. Gnatsch. Tun Sie es nicht. Schatz, nee, ich bin ordentlicher wie du. Als du. Ich bin ordentlicher als wie du. Achtung, Achtung. Nach Komparativ kommt immer als. Und niemals Vergleichspartikel. Sie sind verhaftet. Wir sind überall. Aber, hä? Das ist halt mein Dialekt. Ja, die Ausrede hören wir oft. Sind solche kleinen Fehler nicht völlig egal, solange man respektvoll ist? Schaut, darum geht's hier jetzt nicht. Ey, nehmt lieber mal die Leute fest, die falsch gendern. Das ist nicht unser Zuständigkeitsbereich. Gendern hat bei uns eine ganz eigene Abteilung. Ja, das sind knallharte Jungs. Und Mädels. Und Transpersonen. Die Grammatikschutzgruppe 9 macht echt superlative Arbeit und bekämpft die große Krise unserer Zeit. Wir deklinieren jetzt mal ein paar Adjektive. Ich dachte, Wörterboarding sei verboten. Zumindest hier in diesem Land. Haben Sie da gerade einen Plastikbecher ins Altpapier geworfen? Sag mal, du hast doch nicht. Nein, bist du... Sie rufen jetzt aber nicht... Die deutsche Mülltrennungspolizei an. Doch. Das ist... Go! Ich möchte ein Verbrechen melden. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Mal drüber nachgedacht, YouTube ist Englisch und das heißt auf Deutsch Du Schlauch. Also Duschlauch. Und woran denken Sie bei Duschen und Lauch? Ganz genau. Das geht natürlich nicht als öffentlich-rechtliche Sendung. Deshalb gehen wir mit der ganzen Folge Extra 3 von YouTube hier in die ARD-Mediathek. Besuchen Sie uns da. Geduscht oder ungeduscht.